Lilano löscht meine Kommentare bzw. blockiert mich sogar auf YouTube, um noch weitere Kommentare auf seinem Kanal schreiben zu können. Ein weiterer größerer YouTuber, welcher mich zu fürchten scheint, sodass er meine Meinung unter seinen Videos unterdrücken muss. Könnte er eventuell der Boyfriend der Bartfrau sein? Aber egal, wir gehen der Sache jetzt einmal auf den Grund. Mir ist ja schon seit Jahren bewusst, dass es Lelano gibt. Aber so richtig interessiert für YouTubes buntesten Kanarienvogel habe ich mich bis zu dem Zeitpunkt nicht, als er anfing, irgendwie gegen Tubo zu schießen. Es ist zwar nichts Neues, dass er durch die Rolle, die er spielt, beziehungsweise das Hochziehen an anderen, obwohl man könnte es eigentlich viel eher Hochhaten nennen, die Relevanz holt, die er dringend möchte. Aber ich wusste bis dato nicht, dass er es nicht ertragen kann, dass manche seiner Kritiker immer Top-Comments sind. Wie dem auch sei, schrieb ich dem Herrn mit Vorliebe für Bromeliengewächse ab und an einen Kommentar unter seine YouTube-Videos in letzter Zeit, ich sag mal so im letzten Monat, welche scheinbar so viel Anklang fanden, dass sie nahezu immer ganz oben standen. Er wurde natürlich schließlich darauf aufmerksam, checkte schließlich meine Instagram-Stories und bekam dadurch auch mit, dass ich ein Video darüber gemacht habe, was er zu Tubo zu sagen hatte. Ja, und Tubo selbst hat natürlich ziemlich gelassen reagiert und das einzig Richtige getan, als ich ihn mit dieser Story mit Lelano einfach konfrontiert habe. Mittlerweile sind meine Kommentare unter seinen YouTube-Videos nicht mehr zu sehen und er nahm sich sogar die Zeit, mich zu blockieren für seinen Kanal, um weitere Kommentare schreiben zu können. Aber ich kann verstehen, wenn man sich jahrelang diese Maske aufbaut und es dann immer wieder Leute gibt, die dahinter schauen und damit sogar noch belohnt werden, weil ein paar hunderte von Leuten genau dieselbe Meinung haben und dann auch diesen Kanal von diesen Leuten, die dahinter schauen, noch abonnieren. Und ich allein dadurch, dass ich ihn ein bisschen aufs Korn genommen habe, dass er das diesen Leuten, beziehungsweise in dem Fall mir, einfach nicht gönnen möchte, weil er selbst wohl sehr unzufrieden scheint mit dem Wachstum seines eigenen Kanals. Lilano. Oder Alec. Da du ja so auf Ansagen stehst, habe ich heute mal eine für dich. Du willst um alles in der Welt polarisieren und Hate generieren, um ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise schnellstmöglich ins Gespräch zu kommen. Das funktioniert ja nur auf negativem Weg, logischerweise. Und du schaffst es, dass ca. 90% deiner Zuschauer dich abgrundtief hassen, damit du dann irgendwann davon leben kannst. Aber warum blockierst du dann genau die Leute, die quasi das von dir gewünschte Fundament deines Kanals unterstützen? Scheinbar verstehst du selbst nicht ganz, was du möchtest, da dein Kanal ja auch nicht so erfolgreich ist, wie du ihn gerne hättest. Mein Tipp, zieh dir einen anderen Tanga an, der nicht so hart kneift und besinne dich auf deine Musik, denn das hast du besser drauf. Und vielleicht reagiert Tubo dann endlich auf dich und du, sein bestes Fangirl, musst endlich keine traurigen Videos mehr machen. Ich tue nur Gutes auf der Welt und ich krieg immer so, manchmal einfach so vom Schicksal dann eine, so ihr wisst schon, was ich meine, so dann wäre ich einfach traurig.